Wir haben gerade hier bei Twitter gesehen von Zwangsräumung in NRW, da wird gerade auch eine Zwangsräumung durchgeführt in Bottrop. Ja, wir hören gerade auf Twitter. Schöne Grüße von hier aus, aus Berliner Bottrop, der da wird auch gerade eine Zwangsräumung verhindert. Vielen Dank. Die Häuser die drin wohnen, die Häuser denen, die drin wohnen, die Häuser denen, die drin wohnen, die Häuser denen, die drin wohnen. Hohe Mieten, Zwang zum Zu, davon haben wir genug. Hohe Mieten, Zwang zum Zu, davon haben wir genug. Hohe Mieten, Zwang zum Zu, davon haben wir genug. Hier haben wir ein Interview von Screen Beam for Global Change, supported by Castor TV. Der Mieter ist jetzt mit ein paar Mal Leuten übergegangen und redet noch mal mit der Driftwerk hier in Mieterverwaltung. Ich versuche das doch noch abzuwenden. Ja, ich habe gerade kann ich auch verstehen. Die kommen dann bestimmt hier aus, was die Verhandlungen nun ergeben. Wir bleiben alle, ob Town, ob Kalle. Ja, da hat er drei. Ja. Ich habe immer noch vier. Ich bin nicht
Das ist die Gerichtsverzieher. Weil die Frauen auch mit Jungen, ich glaube. Doch, das ist die Gerichtsverzieher. Die geht, ja. Ja, ja. Die geht. Die geht. Ja, so wie das aussieht, ist wohl jetzt gerade die Gerichtsvollzieherin. Die Gerichtsvollzieherin in ihr Auto gestiegen und fährt jetzt von dann hier. Oder fährt sie noch ein Stück weit ihr Auto hin? Keine Ahnung, Fahrzeugen oder Händen jedenfalls, ist mir gerade zu Ohren gekommen, dass sich wohl die Hausverwaltung des Bundes bereit hat. Ja, das wäre mal wieder ein voller Erfolg für verhindern in Berlin. Ich hoffe, in Bottrop gibt es ähnlich gute Nachrichten. Wollen wir mal gleich über Twitter hören, was da so los ist. Vielleicht könnt ihr das ja mal in den Chat schreiben. Dann kann ich das auch hier mal durchsagen, wenn da irgendwie jemand jetzt mal kurz reinschauen könnte, mal ein bisschen recherchieren, was da gerade in Bottrop im Urlaub ist. Ja,
Ja, hallo, hier nochmal bei Screenbeam for Global Change. Support bei Castor TV. Das, was ihr da seht, könnt ihr gerade nur sehen, aber nicht hören, weil das hier in einiger Entfernung so, sag ich mal, Luftlinie ca. 100 Meter stattfindet. Ja, der Mieter spricht immer noch mit der Polizei. Sind die Gerichtsvollzieher, sehe ich da aber jetzt nicht mehr bei. Also sie scheint sich nur hier zum Guten zu wenden, weil, wie bekannt ist, ohne Gerichtsvollzieher kein Vollstreck. Ja, ich finde, bei der Zeit hätte nicht sein müssen. War scheiße. Soll ich mal hingehen, wenn was los ist? Der Schlosser, der jetzt mit dem Bullen spricht. Hm? Der Schlosser. Das ist der Schlosser? Nee. Doch, klar ist der Schlosser. Ja, mit dem Kult, mit dem Hosen zum Schloss. Willst du das hier nehmen? Nee? Das ist der Schlosser. Ja, klar. Das ist der Schlosser? Ja. Okay, jetzt setzen Sie Ihre Mützen auf. Aber kann man. Und dann habt ihr was? Wir sind jetzt wieder hier auf dem Weg hierher und werden uns gleich berichten, was Sie da als Verhandlungsergebnis haben. Unglaublich geil. Ich hab mich so weggeschmissen, als ich das Ding vor mir hatte. Der Grundaktion ist der Hauptzweck. Was denkst du, der Bock? Eigentlich nicht so lustig, haben wir jetzt mit Tom und Merkut verhandelt mit einem Vertreter der Hausverwaltung und der Gerichtsvollzieherin. Der Hausverwalter hat gesagt, der Inhaber will, dass der Titel heute durchgesetzt wird. Es gibt keine Gesprächsbereitschaft, einen Versuch zu argumentieren oder irgendwie nochmal einen Räumungsaufschub rauszuverhandeln, dass er heute eben nicht in die Obdachlosigkeit geht. Die Polizei meint, Obdachlosigkeit steht nicht an, weil es gibt das Männerwohnheim in der Falkenseer Chaussee. Es gibt ja auch keine Obdachlosigkeit. Das ist alles eine Frage der Eigenverantwortung wahrscheinlich. Genau, als Vertreter des Bundes fanden sie toll, dass ich so gesprächsbereit bin. Ich habe natürlich abgelehnt, dass ich mit eurer komischen Versammlung auf der Treppe hier was zu tun habe. Und die werden jetzt wohl in 10 Minuten kommen und räumen. Wir haben gesagt, ihnen ist gar nicht daran gelegen, Gewalt anzuwenden. Ich habe gesagt, ich bin nicht daran gelegen, dass dann die Leute einfach friedlich wegtragen. Das war die einzige Möglichkeit, die ich ihnen so mit auf den Weg geben konnte. Ich glaube, wir Ja, ja.